Ole, kann man mit dem Punkt heute zufrieden sein? Ja, ich denke im Endeffekt, es war ein gutes Spiel, ein ausgeglichenes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben gegen Saarbrücken gespielt, die im oberen Drittel mitspielen. Haben uns kämpferisch gut gewehrt, haben auch spielerisch gut dagegen gehalten. Mit ein bisschen Glück gewinnen wir das Spiel. Insgesamt war es ein enges Match und mit dem Punkt können wir, glaube ich, leben. Ich habe gute Chancen auf eurer Seite gesehen, auch auf der anderen Seite. Ja, wie gesagt, Chancen waren auf beiden Seiten da. Es war ein richtig enges und ich glaube auch gutes Regionalligaspiel mit zwei Mannschaften, die sich wenig geschenkt haben. Es hätte, wie es im Fußball manchmal so ist, das Pendel auf beide Seiten ausschlagen können. Am Ende geht es unentschieden aus. Das ist okay für beide, denke ich. Zum Ende hin oder in der zweiten Hälfte hatte ich den Eindruck, dass ihr ein bisschen nachgelassen habt. Wie siehst du das? Ich sehe es nicht so. Ich denke, wir haben die ganzen 90 Minuten gut dagegen gehalten. Klar gibt es Phasen, wo dann ein Gegner wie Saarbrücken auch mal drückt, auch mal ein bisschen mehr Ballbesitz hat vielleicht. Aber wir haben uns gut dagegen gewehrt, immer wieder auch Nadelstiche nach vorne gesetzt. Und ich bin insgesamt mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Aber wir müssen weitermachen, daran anknüpfen und die nächsten Aufgaben angehen. Die nächste Aufgabe heißt jetzt Hessen-Kassel. Was wird das für eine Aufgabe sein? Ja, Hessen-Kassel auch. Sind, glaube ich, auch nicht zufrieden mit ihrer Saison, die sie momentan spielen. Und haben Heimspiel gegen uns. Da haben sie Druck. Das heißt, wir können vielleicht die ein bisschen ärgern, können da befreit aufspielen. Und wenn wir die Leistung bestätigen, die wir heute gebracht haben, können wir da auch gut punkten. Generell habt ihr jetzt eine schwierige Situation, ihr seid auf einem Abstiegsplatz, viel Druck da? Ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist der Druck. Den Druck haben wir von Beginn an schon. Dass wir schwere Gegner haben, das war uns von Beginn an klar. Wir versuchen jede Woche hart zu arbeiten und in den Spielen alles zu geben, um die Punkte einzufahren. Was meinst du, was du als Kapitän für die Mannschaft tun kannst in dieser Situation? Ja, nicht nur ich als Kapitän, alle, die ein bisschen Erfahrung haben, können insgesamt die Mannschaft führen, können ihnen Tipps geben, können ihnen Impulse geben. Und das versuchen wir auch ständig zu machen. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Olle, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir auch viel Erfolg. Dankeschön.